Was geht ab, ihr Leute, und herzlich willkommen zurück zu Days Gone. So, machen wir mal schnell weiter, wo wir das letzte Mal stehen geblieben sind. Beziehungsweise gestorben sind. Das dachten viele, dass ich tot bin. Wir sind aber nicht tot. Haben sogar jetzt wieder ein bisschen Muni gefunden. Wohin, Ricky? Ich, Dick, Ripper, sie brechen in die Krankenstation ein. Verdammt! Ich bin schon unterwegs. Warte auf mich. Verdammt, Ricky. Okay. Es hatte eigentlich Molotow geplant gehabt. So. Renn, du Arschloch! So, haben wir einen. Müssen uns ja irgendwie den Weg durchkämpfen hier. Ja. Nee. Machete gegen Machete. Ich glaube, die ist, ja, die war 100%. Ist natürlich wichtig, für, wenn wir gleich mal keine Munition haben. Ist irgendwie am Snipen, habe ich das Gefühl. Was war das? Machen wir mal. Wir zeigen dir den. So, haben wir das auch hinter uns. Weiter geht's. Werde dich verbrennen! Genau. Verbrennen mich mal. Ein Sieg verlangt meistens Opfer. Da hat er nicht gerade Unrecht. Dafür kriegt er auch einen Pfeil im Rücken. So höflich sind wir. Da, 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 da. Ein Tag bei Days Gone, Massaker hoch 13. Nicht! Lass sie gehen! Bitte! Nicht! Ihr seid Verirrte! Verirrte! Nein, 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 nein! Was ist denn nun los? Alarm im Darm! Ich dachte, du solltest drinnen bleiben. Ich hörte jemanden rufen. Ich kann sie nicht sterben lassen. Warte. Halt mal. Was zur Hölle war das? Ist vorbei. Iron Mike hat Waffenstillstand geschlossen. Warte, was? Was zum Teufel ist hier los? Finden wir es raus. Ich hab keine Ahnung. Komm. Tut mir leid. Einfach alles. Oh Gott, mir auch. Ja, oh Gott, oh Gott. Warum was? Das ist doch alles nur ein Missverständnis. Sie wollen nur... Stürmen mein Camp. Ermorden meine Leute und du nennst das Missverständnis? Ihr habt den Vertrag verletzt. Kommt auf unser Land, steht unsere Vorräte, bekämpft und tötet meine Leute. Hör zu, ich hatte einen Deal. Hey, Ruhe! Steig hinab, Bruder! Steig, warte. Okay, Schizo, erzähl mir mehr von diesem Deal. Verdammt nochmal. Warte! Erzähl's ihm doch. Erzähl ihm, wie du uns an sie verkauft hast. Was zum Henker willst du von oh, mir? Oh, verdammt nochmal, Schizo, erzähl's ihm oder ich schneid dir die Kehle durch. Okay. Okay! Ich hatte einen Deal mit Carlos. Okay? Mike? Aber das... Das war nichts gegen das Camp. Ich schwör's. Es geht um sie. Um die beiden. Ihn und Boozer. Mehr will er gar nicht. Nur sie. Ja, wie läuft der Deal so für dich? Ich hab's fürs Camp getan, Mike. Um es verdammt nochmal zu retten. Er hat den Vertrag verletzt, Mike. Mike. Bitte. Dick. Schön, dass du wach bist. Aber lass ihn los. Dick. Okay. Okay, also...
Stimmt das, was er sagt? Dass ihr einen Deal hattet? Nur verirrte Lügen. Ja, es stimmt. Okay. Ihr bekommt Deke. William. Die Biker Boys oder wie er sie auch nennt. Und ihr lasst Lost Lake in Ruhe. Ihr ruht dann in Frieden. Du hast mein Wort. Und das ist ja was, hm? Dein Wort. Großer Oberhäuptling der RIP! Hey, hey, wir kamen mit der Fahne des Friedens. Frieden am Arsch! Das ist mein Camp. Meine Leute. Und du kommst her mit einer dreckigen Fahne und willst mir was befehlen. Nicht mit mir. Es ist mir egal, was die beiden getan haben. Und warum du sie willst. Ich weiß nur, dass du sie nicht kriegst. Scheiße, Mann. Mike. Wir hatten einen Deal. Nein, das ist der Deal, Carlos. Und das ist der einzige, den du kriegst. Jetzt nimm deine Leute und verschwinde aus Lost Lake. Pisst euch von hier. Oder wir alle sterben. Genau hier. Okay. Und jetzt. Scheiße, Mann. Unser Vertrag gilt. So wie immer. Was mich angeht. Das geht doch in die Hose, oder? Du mieses Arschloch! Okay. Bringt sie aus meinem verdammten Camp. Hey, das war's noch nicht, Carlos. Steig hinab, Bruder. Ich? Geh zur Seite. Geh zur Seite. Ich hätte ihn abgeschossen. Wäre mir scheißegal gewesen. Mike, den da hätte ich filetiert. Ich will nur sagen, bam! Bringt ihn in die Zelle. Scheiße, lass uns doch... Lass ihn los! Ich versuche euch etwas zu sagen und... Ihr hört nicht zu! Das ist nicht, wie wir die Dinge regeln. Wir handeln nicht mit Menschen und morden nicht kaltblütig wie Barbaren. Schafft ihn hier weg. Lasst mich los. Wir bieten ihm einen fairen Prozess wie zivilisierte Menschen. Und er wird zur Rechenschaft gezogen. Es tut mir nicht leid, Mike. Kein Stück. Verdammt, ich wollte das Camp retten. Den, das habe ich Camp nicht umbringst. Carlos wird nicht aufgeben. Verstehst du? Sie hören nicht auf! Genau, sie hören nicht auf. Man kennt Jesse. Ja, nach dem Ende der Welt Anführer eines Kults zu sein, reicht ihm wohl noch nicht. Er will außerdem auch noch Rache. Dieses gottverdammte Sackgesicht. Mhm. Ja, ich schätze, er weiß schon länger, dass wir hier sind. Die Nacht im Crazy Willy, das war kein zufälliger Ripper-Angriff. Und Skizzo wollte uns an ihn verkaufen? Ja. Wo steckt er jetzt? Wenn ich ihn finde, drehe ich ihm den Hals um. Vergiss Skizzo erstmal. Pack dein Zeug zusammen, ein paar Mollys und so viel Munition wie möglich. Warte, was hast du vor? Und ich weiß schon, dass... Ja, ist eine scheiß Idee, aber wir machen es trotzdem. Ich werde mir den Sprengstoff aus der Lodge holen und dann die Sprengschnur aus Skizzos Hütte. Triff mich bei der Brücke. Ich erklär's dir unterwegs. Geilo Maskenkuchen. Ist das okay für dich? Ja. Oh ja. Sie werden nie aufhören. Zu 100% haben wir es jetzt. Iron Mike. Ding, 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 dang. In Stücke gerissen. Was für ein Bastard er ist. Ripper Axe, die ist geil. Bleib bei deinem Freund. Deke, hörst du mich? Melde dich, Mann. Ja, Ricky, ich höre. Hör zu, ich habe keine Zeit. Was war los, verdammt? Sie haben gerade Skizzle, ja. Nahkampf, Fernkampf, überleben. Was können wir denn noch? Was können wir denn noch ausgeben? Was haben wir? Erhöht die Ausdauerregeneration. Alte Ausdauer zurück, wenn du Schaden erleidest. Was ist das? Okay.
Du verbrauchst mehr, keine Konzentration mehr, wenn du eine Fernwaffe nachlädst. Geil. Gut. Hammer's. Wieso weggesperrt und. Ja, gut, ich habe keine Zeit zum Reden. Und Carlos und die Ripper sind einfach weg. Nach allem. So, irgendwas ist hier unten. Das schauen wir uns noch an. Jetzt muss ich dieses Zeug nur noch unbemerkt in meine Hütte bringen. Was haben wir denn da? Unbemerkt in meine Hütte. Das kann ja was geben. Erstmal versuchen am Rand zu laufen. Kurzen Überblick. Lol, das hat er die da oben liegen lassen. Dann hätten die das doch so machen können, dass das gar nicht geht, wenn man mit der Kiste das macht, oder? Finde ich zumindest, also. Das hätte mehr Sinn gemacht. Naja, aber das sind halt Programmierer. Das ist nicht unser Zeugs. Wir werden nicht rauchen. Du brauchst, das brauchst du nicht mehr. Aha. Was ich aber gerne mal machen würde, bevor ich da jetzt hingehe, ist mich erstmal neu equippen. Ne? Mein erster Händler? Ja. Händler des Todes, kommen wir. Ja. Wo warst du denn bloß so lange? Ah, hier und da. Ja, gut siehst du heute aus. Ja, gut. Warum geht es nicht erstmal alles? Ja. Okay. Ich war irgendwas dabei, was sagen würde, können wir mal ausprobieren. 2000. Tja, Garantie gibt's darauf nicht. Na das gut. Weiß ich doch, Süße. Das weiß ich doch. Da hab ich gerade echt Süße gesagt. Was ist mit mir los, Alter? Was ist da los? Okay, das hier die andere Spezialwaffe. Inventory. Ausstattung. Okay, dann muss ich hier wahrscheinlich nochmal hin. Was immer du willst, Schrank. Ich habe es. Primär. Special. Armbrust, Drifter. Kurz vergleichen. Den wir haben, ist am besten. Na sehr dann. Jo, na dann. Jo. Hammer. Natürlich. Wir sind immer vorsichtig. Jetzt müssen wir uns noch die Zündschnur holen, dann beenden wir das Ganze. Nur damit ihr auch mal seht, wo die Zündschnur ist, oder? Laufen. Wow. Ich muss an die Sprengschnur ran. Ja. Skis aus Hütte. Mal sehen, was sich der Gute so zusammengeklaut hat. Was er sich so alles zusammengeklaut hat. Skis. Anscheinend nur Schnaps. Und ich hab diesem Arschloch vertraut. Ja, so ist das mit manchen Leuten. Der hat auf jeden Fall eine heftige Verbrennung. Hallo. Und ich kauf noch eine. Schätze, Skizzo wird das nicht mehr brauchen. Nice. Ja.
Noch Fragen? Haben wir Munition wenigstens? Auf meiner schwarzen Liste steht nur einer, Skizzo. Du. Ich zeig das mal, Eddie. Sicher ist sicher. Nicht, dass ich das infiziert. Wissen, was das heißt. Nicht, dass ich das infiziert. Der ist schlechter Spruch. Skizzo hat einen spitzen Abschluss? Fast. Ich wusste, dass er kein Gangmitglied war. So. Geiler Schalldämpfer, den wir übrigens drauf haben. Der bringt's natürlich. Müssen wir trotzdem noch Munition kaufen. Bleibt uns der Weg dazu nicht entspart. Aber ich glaube, das müsst ihr gar nicht sehen, wenn ich jetzt Munition hole und so. Wir sehen uns auf jeden Fall beim nächsten Part, wenn es wieder interessant wird. Danke fürs Zuschalten. Support ist kein Mord. Ihr müsst ja